So, guten Morgen, Kinder, das ist RDLP und ich habe mich gerade verklickt. Wir wollen dahin. So, SUV. Sorry, Kumpel, aber ich brauche dein Auto. Raus. Ja, das geht von der Entfernung. Da brauche ich jetzt nicht unbedingt ein Heli. Fand hier durch, damit die Unidad-Patrouille mich nicht findet. Die finden mich trotzdem. Doch nicht, okay, gut. Ja, sehr schön. Gut. Danach sollte ich auch eine große Rebellentruppe befehligen können. Hoffe ich jedenfalls. Wieso sind die Unidad-Truppen eigentlich so schnell? Kann mir das mal jemand verraten? Was haben die für geile Karren und geile Gewehre und was nicht alles und geile Schutzrüstung? Ja, die fressen meine Scharfschützenkugeln wie nix. Ja, und ich gucke hier mit so einem PKW rum. Ich krieg ja nicht mal Autos von meiner Regierung gestellt. Ich muss die ja mal von Zivilisten klauen. Irgendwie ist dieses Spiel auch ziemlich GTA-ähnlich, fällt mir auf. Ja, ist halt GTA in Spanien. Das spanische GTA, so kann man es hier nennen. Ups. Ah nee, hier bin ich doch gerade noch vorbeigefahren. Ja, nicht Granatwerfer. Feind gesichtet. Ich sehe noch einen Tango. Kein Störsignal. Gut. Noch ein dritter. Tango markiert. Er steht sehr nah bei Zivilisten. Hab noch einen. Macht fünf. Hey, ein SB-Leutnant. Ja, die will ich ja auch einschüchtern. Ich muss halt erstmal in die Basis rein. Zack. Ja, das da hinten habe ich eigentlich gar nicht markiert. Zurück mit dir. Sie werden dich sehen. Achtet auf eure Ziele. Es sind Zivilisten. Ja, ich habe gesehen, dass es Zivilisten sind. Ist ja jetzt gut. Okay. Markieren Hauptmann. Wie machen wir das? Pistole raus. In Position. Den können wir wegholen, ohne dass es jemand sieht. Ich habe das Ziel. Tango getötet. Gut. Alles okay, alles okay. Als ob das keiner mitkriegt. Das ist der letzte von denen. Das habe ich gut gemacht. Bisher. Reifen. Gut gemacht. Welcher Leutnant? Hast du Angst? Das solltest du. Nicht, weil ich dich ausweide und mit deinen Gedärmen in der Hand... Oh, Junge, seine Sprüche gehen mir mittlerweile echt auf den Senkel. Santa Blanca stirbt, wird zu Asche, zerfällt zu Staub. Na los, erzähl deinen Kompass, dass sie nirgendwo hin können, falls sie überleben. I want it, tu mir nichts! Ja, mach ich schon nicht.
Drecksack. Hätte ihm eine Kugel verpassen sollen. Quatsch, das ist schlimmer. Jetzt weiß jeder, was der für eine Pussy ist. Die Rebellen machen ihm die Hölle heiß. Ja, stimmt auch wieder. So, ich muss ihm gucken. Wie viel brauche ich denn noch, um das freizuschalten? Ja, ich brauche echt noch ein bisschen. Gibt's die Mission noch irgendwo anders? Weil dann würde ich mir die nochmal holen. Irgendwas mit einer Pistole? Nein. Ich will die Waffenkiste, komm. Sieht interessant aus, auf jeden Fall, aber ich bin gerade nicht in der Nähe. Das kann man nun wirklich nicht behaupten. Von daher gehe ich da jetzt nicht hin. Wo bin ich denn jetzt gerade? Kokainversteck. Interessant. Ich bin hier. Okay, stimmt, ich habe noch gar keine Mission gemacht. Wir haben die Position von einem Santa Blanca Chemiker, der für das Kartell an modernsten Schmuggelmethoden arbeitet. Holen Sie sich den Burschen. Ich will wissen, was er vorhat. Mach ich. Los geht's. Vorwärts, ich bin hinter dir. 1,7 Kilometer, nichts lieber als das. Ja, aber bald kann ich dann eine richtig große Rebellenarmee befähigen, wenn ich nochmal so eine Mission mache. Das ist nicht schlecht. Eine Verarbeitungsanlage. Wissen wir, was die da herstellen? Da steht Electro. Shit, das ist ein Energy Drink. Das Zeug kenne ich. Geben wir es an Bowman durch. Vielleicht weiß sie irgendwas. Oh nein, ein Energy Drink. Es ist nicht mal Monster Energy. Was soll denn schon passieren? Klar, wenn du einmal Monster Energy trinkst, dann kannst du 2 Wochen nicht schlafen. Das kennen wir alle. Aber ich meine, bei so einem spanischen... Energy Drink dürfte nicht viel passieren. Ist Shotgun jetzt wirklich das Beste? Ja, ist es. Gut. Ist beschlossene Sache. Augen auf, es sind Gegner in der Nähe. Ich sehe einen Narko, direkt beim Container. Ich kenne das nicht anders, es sind immer Gegner in der Nähe. Das Spiel ist auch jede Mission dasselbe irgendwie. Egal, macht trotzdem Spaß. Halt, die werden dich sehen. Hab noch einen Tango. Hey, Kartellschütze, bei dem Container. Ja, den habe ich schon lange gesehen. Aber ihr markiert den ja nicht. Hinlegen. Warte mal, ich könnte doch eigentlich Rebellen anfordern. Hab ein drittes Ziel. Wieso mache ich das nicht? Können wir doch mal probieren. Hab die Rebellen angerufen, wegen Verstärkung. Ich gehe in Position. Alles klar, Position. 3 Rebellen kommen, ja Wahnsinn. Ziel markiert. Okay, Ziel markiert. Er ist erledigt. Ja, jetzt machen die Rebellen nämlich Rambazamba. Das wollte ich ja nur nicht. Ich dachte, da kommt eine etwas größere Armee. Sieht aus, als hätten wir sie aufgescheucht. Natürlich haben wir die... Das lag an den Rebellen. Die das können wohl nicht schleichen. Gehen wir rein, springen die Tanks mit dem Flüssigkokain und dann machen wir uns aus dem Staub. Alles klar. Klingt nach dem Plan. Ich widerspreche dir gar nicht mehr. Du weißt sowieso alles besser. Shit, ja, was war das denn? Manchmal sterben die nach 2 Schüssen. Manchmal sterben die gar nicht. Das ist unlogisch. Shotgun raus. Feuer frei, Feuer frei. Ja, pff, lächerlich. Der war da gerade nicht, als ich da... Das ist lächerlich. Ein Tango weniger. Scheiße nochmal. Ey, Mami aus dem Staub. Ich kündige...
Ich werde Kassierer bei Aldi. Aus dem Weg, du Zivilist. Meine Rebellen sind eh schon tot. Hubschrauber im Anflug. So, hier sind die Tanks. Schönes Ding. Jetzt habe ich den selbst getötet. Ich bin auch ein Depp manchmal. Das hilft uns, einen Kartellvollstrecker aufzuspüren. Machen wir dem Penner Angst. Ja, Bombe. Fuck. Läuft Premium. Meine Rebellen sind alle tot. Es könnte nicht besser laufen. So, jetzt reiz aber mal hier. Mann am Boden, Mann am Boden. Ja, ich kann nicht auf alle aufpassen. Ich bin kein Babysitter. Scharfschütze! Ich hab dich. Halt einfach durch. Bin auf dem Weg. Okay, bin unterwegs. Ist er tot? Ich hoffe es. Danke. So, Shotgun raus. Ja, was ist nun? Hier ist noch irgendwo was. Ja, wo denn? Da oben, okay. Hier ist irgendwo noch ein Gegner. Ich habe hier ein Ziel mit Maschinenpistole. Wow, die Shotgun geht gut ab. Gefällt mir richtig gut. Wie sehe ich damit aus? Drohne fliegt. Achso, kann gar nicht sehen, wie ich damit aussehe. Ja, dann ist auch nicht so wichtig. Ja, muss ich noch höher oder was? Oh Mann. Ich leg eine Mine. Sekunde. Warum denn eine Mine? Ach, ich dachte, du hast Granaten ausge... Granate kommt. Komme mierda, culeros. Mine zerstört. Ab dafür. Sollen wir uns noch ein paar Fläschchen für unterwegs mitnehmen? Ich könnte eine kleine Stärkung vertragen. Die Flaschen sind zum Schmuggeln, nicht zum Trinken, du Idiot. Wie viel flüssiges Kokain mag da drin sein, Haus? Genug, um dich völlig... Ach so. Jetzt verstehe ich auch das Wortspiel. Jetzt verstehe ich echt das Wortspiel. Energy Drink. Ist ja witzig. Okay. Ja, ich muss halt diesen Chemiker noch machen. Anschnallen, Leute. Das war noch nicht die Mission. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Nee. Ich sag ja, ich bin hier noch nicht durch. Seht mal da, Waffenkiste. Wo? Raus. Ich will die Waffenkiste. Ja, wo denn? Da. Hola. Geil, das kann ich gebrauchen. Ich nicht. Ich benutze nämlich keine Scharfschützengewehre mehr. Die machen nur Ärger. Ah, schon ganz trockenen Hals von dem ganzen Kommentieren. Nee, aber mal ernsthaft, die Scharfschützengewehre sind verdammt unpräzise in diesem Spiel. Außer du schießt jetzt irgendwie so aus 200 Metern Entfernung, aber dafür brauche ich dann auch kein Scharfschützengewehr mehr. Also das verstehe ich nicht. Und die Pistole, die trifft aus 3 Kilometern. Also teilweise ist das Spiel echt ein bisschen unlogisch. Mach mal Platz jetzt. Ich muss hier durch. Ich brauche meinen Platz. Ich sag da gar nichts mehr zu. Also, was sind das für Zivilisten, die mich hier einfach zusammenfahren? Ich glaube, mein Pferd pfeift, ey. Das gibt's doch nicht. Ich sehe einen Scharfschützen.
Boah, das war echt knapp. Okay, wir sind es gibt Feindaktivität. Wo denn? Das ist der einzige, okay. Ich sehe einen Narko bei den Ruinen. Ja, erstmal muss ich hier reinkommen, ne? Geh in Position. Hab das Ziel. Gut. Tango am Boden. So, weiter geht's. Als nächstes müssen wir den ausknipsen. Cooldown, ich habe erst einen Simultanschussverbrauch. Mann, Alter, das checkt doch wieder kein Mensch. Locker bleiben, alles ist gut. Ja, ich bin doch locker, ich bin die Lockerheit in Person. So. Hey, Sicario mit Maschinenpistole. Sag mir wo. Direkt beim Container. Boah, den habe ich selbst nicht gesehen. Dass ich mal jemanden nicht sehe, kommt selten vor. Ich muss halt zu diesem scheiß Chemiker. Bitte, das muss das Labor sein. Durchsuchen wir es und holen uns Bowmans Chemiker. Hier ist alles voller Chemikalien. Da ballerst du eine Kugel rein und die Sache wird ungemütlich. Verstanden. Klingt doch gut. Kann er jetzt mal um die Ecke kommen? Hier sind 1000 Gegner. Lalala, die ignorieren wir da mal. Wo ist denn dieser Chemiker? Wer haut ab? Der Leutnant haut ab. Waffe raus. Eröffne Feuer. So gut wie down. Ja, toll. Haben halt eine Leiche gefunden. Ja, den habe ich... Auftrag habe ich verkackt. Schnell ins Fahrzeug, dann holen wir noch einen. Heli, das auch noch. Los, Jungs. Wir müssen ihn einholen. Ja, was tun? Wir hauen ab und verfolgen ihn. Das tun wir. Ja, mein Gott, der ist ja langsam. Der hat ja auch die Ruhe weg hier. Aber stimmt, er hat ja eigentlich nichts zu befürchten, weil ich darf ihn ja nicht umbringen. Nicht auf ihn schießen. Nicht auf ihn schießen. Junge. Runter ab, na los. Ich sehe nichts. Wir haben das Paket. Los. Das kann doch nicht wahr sein. Raus. Hier explodiert ja alles. Verstau ihn halt. Die Karre ist doch fast Schrott. Oh nee. Egal, ich nehme jetzt diese Karre. Das werde ich noch richtig bereuen. Sie irren sich. Nur so ein Narko. Ich mache nur Energy-Drinks. Ja, und was für welche? Nein, verdammt, falsch abgebogen. Gut. Ach, scheiße. Angriff, da sind Rebellen. Ah ne, wir sind ja gar nicht das Imperium. Gut, wo muss ich hin?
Ja, das sieht gut aus. Nee, hier muss ich lang, genau. 700 Meter noch. Fuck, fuck, fuck. Ups. Tut mir leid, dass ich euren Laden kaputt gemacht habe. Aber... Boah, scheiße. Ich bin down. Aber doch nicht, das war nur eine Patrouille. Ich dachte schon, das sind Leute, die mich jetzt verfolgen oder so. Weil dann wäre ich richtig am Hintern gewesen. Ich meine, ich habe... Mein Auto qualmt schwarz. Überwiegend wegen meiner eigenen Dummheit. Ja, das ist immer dasselbe. Jetzt verhört Karen sie wieder. Na gut. Da bin ich mal gespannt, was Karen ihm diesmal vorwirft oder was sie für eine Verhörmethode wählt. Wie oft muss ich es denn noch sagen? Ich bin nur Chemiker. Echt so? Das sieht man doch. Das Kartell hat gesagt, sollten Sie je verhaftet werden, sagen Sie den Cops. Sie sind Fabrikarbeiter, Sie entwickeln Energy Drinks und irgendwann werden Sie dann einfach auf Kaution rausgeboxt. Genau. Richtig. Um mal eine Sache klarzustellen. Oh, Karen, die fühlt sich auch richtig krass, ne? Ja, was soll das jetzt? Und niemand holt Sie auf Kaution raus. Sie haben zwei Möglichkeiten. Entweder geben Sie uns die... Was will sie denn mit der Gartenschere? Sie sind doch klug. Was darf sein? Die blöffen doch nur. Ich hätte ja den Finger gewählt. Ich meine, ich habe 10 Stück. Da wird mir einer nicht fehlen. Also, lächerlich. Schlechte Entscheidung, Bro. Vor allem vor Karen hätte ich absolut keine Angst. Gut. Ja, dann kommt die nächste Mission, würde ich sagen. Im nächsten Video. Bis dann, RDLP.